Was machst du hier? Keine Kämpfe mehr. Ich verliere, du gewinnst. Jeder hat Verständnis. Außer wer? Loser! Revanche mit Parkour. Suf, ich habe jetzt auch andere Freunde. Aber ich find's toll, dass du für Sufjan da sein willst. Seine Mutter so leiden sehen zu müssen. Ich schätze, er würde alles für sie tun. Suf! Lucky, du willst doch eine Revanche. Okay? It's not just fun and games now. I ain't gonna fall. I get by. I'm a kid, growing up so fast. Parkour is what I do, but nobody can see. A super kid with a heart of gold. He's a pal and best of friends. And if life gets tough, he is no one to blame. You're a strength, a place that counts. A force that echoes far beyond these walls. Together, we are heroes. This is Hoodie. Ich werde immer der bessere Trasseur sein. Du musst deiner Mutter helfen. Was ist dein Plan? Ich kann nichts tun. Der Hausbesitzer setzt uns vor die Tür. In 2 Wochen sitzen wir auf der Straße. Noch 2 Wochen, um Geld aufzutreiben. Hey, chill, Alter. Ich lasse deine Nachbarschaft wirklich in Ruhe. Hast du Hilfe gefunden? Ich brauche keine Hilfe. Von niemandem. Ich kenne Typen, die gut bezahlen. Und schwarz. Das sind doch... keine Freunde von deinem Papa? Nein, Blanquito. Ich will nicht in die Obdachlosenunterkunft. Wie viel brauchst du noch? Ich will dein Geld nicht. Ich habe ja auch keins. Das sind noch 1500 Euro von den Einbrüchen. Der Rest ist bei deiner Ma. Der Hausbesitzer will 3000. Noch 1500 also. Innerhalb von 2 Wochen. Das wollen die bezahlen? Gott, was ist denn das für ein Job? Sufjan, kannst du... Peter! Du bist mal wieder da? Das freut mich. Kommt mit! Jaro, Keon, seht mal, wer da ist. Dein Pa hat auch solche Jobs erledigt. Und plötzlich war er im Knast. Ich bin froh, dass ihr wieder Freunde seid. Lieber Peter, du bist angepisst. Das verstehe ich vollkommen. Das bist du zu Recht. Ich war ziemlich dumm. Aber ich bin nicht wie Sufjan. Ich würde dir niemals wehtun. Peter, ich liebe dich. Und Kenza und Basim.
Unser ganzes Hoodie-Team. Darum die Aktion mit deiner Mama. Ich wollte euch als Freunde nicht verlieren. Hoodie steht für Gerechtigkeit. Ich habe Freundschaft über Gerechtigkeit gestellt. Das war falsch. Ich hoffe, du verstehst mich nun. Liebe Grüße, Flo. Und? Wie wird er reagieren? Das klingt dumm. Findest du es dumm? Könntest du was sagen, Kenza? Warum sagst du nichts? Warum sagst du es ihm nicht einfach? Naja, wir dürfen doch nicht zusammen gesehen werden. Den Ball flach halten, bis Doreen aufgibt, war die Abmachung. In dem Brief steht schwarz auf weiß alles über Hoodie. Wenn ihn jemand findet. Peter ist vorsichtig, das weißt du doch. Findest du den Brief gut? Ich bin voll gestresst. Ich will gar nicht in die Schule. Flo, der ist super. Er kommt von Herzen. Ich hoffe so, dass er ihn schon gelesen hat. Ist das ein neues Kopftuch? Ja, selbstgemacht. Hey, das ist voll Flo, schön. Flo, nicht anfassen. Okay. Basim, wieso bist du noch nicht in der Schule? Basim? Hilf mir, Mama. Basim, wo bist du? Hinter der Abdeckung von der Lüftung. Ich wollte abhauen und steck jetzt fest. Das geht doch nicht, da passt du gar nicht rein. Hilf mir, Mama. Oh, Basim! Ja, also wenn du zu spät zur Schule kommst, dann gibt es noch mehr Hausarrest, klar? Tja, Bassman ist genial. Überlegen, phänomenal. Und übertrieben witzig. Hast du Peter schon gesehen? Nicht gucken, nicht gucken. Unauffällig sein. Nee, noch nicht. Geduld, Flöhchen, Geduld. Wieso schreibst du in Basims Raps rum? Ein kleines Dankeschön. Ich verbessere sie. Aber ich kann's nicht. Sprache ist doch mein Ding. Da kommt Peter. Er sucht mich. Er hat den Brief gelesen. Hey! Er hat ihn wohl nicht gelesen. Vielleicht nicht gefunden. Wie hast du ihm den Brief denn überreicht? In seinen Rucksack gesteckt? Nein, einfach in seinen Briefkasten. Das ist aber ziemlich gefährlich. Der ist voller Hoodie-Geheimnisse. Doreen wird den Brief doch nicht lesen. Da steht ganz klar und deutlich Peter drauf. Nur Peter. Kein Nachname, Briefmarke, Absender. Mir würde das verdächtig vorkommen. Oh mein Gott. Oh, ich muss mit Peter sprechen. Er muss den Brief holen. Wo ist er jetzt hin? Peter. Was ist? Steht Flo noch neben dir? Ja. Schick sie weg. Mann, ich muss aber unbedingt mit dem sprechen. Ruf sie weg ist. Wir dürfen nicht zusammen gesehen werden. Kenza? Du musst Cécile Dubois sein. Wer? Die Eigentümerin der Hütte. Doreen Dox? Guten Tag, Frau Dox. Hier ist Cécile Dubois. Ah, ja. Ich bin die Eigentümerin des Gebäudes von der Schule. Sie wissen schon, das von der Hausdurchsuchung. Ja, entschuldigen Sie bitte nochmals die Unannehmlichkeiten, Frau Dubois. Nein, 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 alles gut. Es ist gut, dass Sie dieses Pack dort weggejagt haben. Nun ja, ich habe für das Haus eine neue Verwendung. Ich nutze es als Atelier. Also keine Panik, wenn dort Bewegung zu sehen ist. Aber falls ich etwas Verdächtiges mitkriege, darf ich mich dann bei Ihnen melden? Ja, sicher, natürlich. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Jetzt nicht, Flo. Hast du meinen Brief bekommen? Ja.
Ich habe mega viel Prankspiration. Das ist ein brutal großer Aufblasgorilla. 2 Meter groß. Mir ist eine Kombi eingefallen. Weißt du womit? Mit Helium. Er fliegt, Flo, er fliegt. Das kostet schon was, aber ich habe immer noch das Geld von den Hoodie-Videos. Das gehört doch in erster Linie mir, oder? Von mir aus, es gibt ja kein Hoodie mehr. Nie mehr Hütte, nie mehr irgendwas. Sag niemals nie. Ist das cool? Hoodie ist wieder da. Komm. Geh du mal. Ich bin dort bestimmt nicht erwünscht. Ich darf doch dabei sein. Hammermäßig. Wie hast du das hingekriegt? Mit Hilfe von Frau Dubois und des Vossenmarkts. Neuer Laptop? Nö. Alt und kaputt. Aber der Bassman kriegt das wieder hin. Geht klar. Pi, was sagst du zum Brief? Muss das gerade jetzt sein? Wir müssten längst zu Hause sein. Oder ist irgendwas? Ja, kann es sein, dass Sufi da was plant? Würde ich schon sagen.